Schauspieler Bradley Cooper, 47, soll schon seit einiger Zeit eine neue Freundin haben. Wie pagesix.com berichtet, haben er und die politische Beraterin Huma Abedin, 45, schon seit einigen Monaten eine Liaison. Niemand Geringeres als Anna Wintour, 72, Chefredakteurin der US-amerikanischen Vogue, habe die beiden zusammengebracht, verriet ein Insider. Wie nepost.com in Erfahrung gebracht hat, könnte bald der Zeitpunkt gekommen sein, an dem das Paar in ein gemeinsames Domizil zieht. Denn Huma Abedin bietet ihr Haus in East Hampton zur Miete an, und das für einen stolzen Preis. Wie das Haus aussieht, zeigt euch die Galerie oben. Huma Abedin will hohe Miete für ihr 278 Quadratmeter großes Haus. Das Haus habe Abedin im November 2020 erworben, mitten im laufenden Scheidungsprozess gegen ihren damaligen Mann Anthony Weiner. Von dem Politiker hatte sie sich 2016 wegen mehrerer Sexskandale getrennt. Das etwa 278 Quadratmeter große Haus mit 5 Schlafzimmern, 4 Badezimmern und einem Pool soll damals 1,15 Millionen US-Dollar gekostet haben. Umso erstaunlicher ist der stolze Mietpreis von 35. US-Dollar monatlich, den Abedin nun angeblich verlangt. Bradley Coopers neue Freundin vermietet Haus mit viel Komfort. Ob Huma Abedin ihre neu gewonnene Popularität gewinnbringend nutzen will, ist Spekulation. Doch es ist auffällig, dass der Mietpreis am 3. Juni, als das Haus erstmals inseriert wurde, noch bei 27.500 US-Dollar lag. Sollte sich ein liquider Mieter für die Immobilie finden, kann er sich auf alle Fälle auf ein komfortables neues Zuhause freuen. Denn neben einem beheizten Pool verfügt das Haus im Kolonialstil, das sich im Stotthall Springs befindet, auch über einen Kamin, eine neue Küche mit Kirschholzschränken, ein frisch renoviertes Bad in der Hauptsuite und ein großzügiges Esszimmer, in dem auch größere Gesellschaften Platz finden. Das Haus wurde 1992 erbaut und kann mit einem weitläufigen Terrassenbereich punkten. Huma Abedin war Beraterin von Hillary Clinton im politischen Amerika, hat sich Huma Abedin ab 1996 einen Namen gemacht. Damals kam sie als Praktikantin ins Weiße Haus und wurde schnell zur persönlichen Vertrauten und Beraterin von Hillary Clinton, 74. Sie spielte auch während Clintons gescheiterter Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2016 eine tragende Rolle.